Yo Freunde, was geht ab? Ich bin's mal wieder. Wir machen weiter. Und zwar endlich mit der Quest, die Nebelinsel. Ich freue mich schon ultra drauf. Ich wollte eigentlich noch ein paar Nebenquests machen, aber dann habe ich mir so gedacht. Aber fuck off, Alter. Ich muss die auf jeden Fall jetzt machen, ey. Und den Kampf gegen die wilde Jagd antreten. Bin echt schon übelst gespannt, was jetzt abgehen wird. Ich habe mir sagen lassen, dass die Quest es echt in sich hat und man halt gut vorbereitet hingehen soll. Und wie ihr mich kennt und wie ich mich kenne, bin ich natürlich nicht vorbereitet. Ich gehe einfach drauf los. Und ja. Stille Wasser sind bekanntlich tief. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie weit das eigentlich ist, ehrlich gesagt. Oh, what the fuck? Lass mich in Ruhe. Weg da. Oh, Sturzflug. Sturzkampfbombe, echt. Oder Kamikaze, Japaner. Sind auf jeden Fall noch dicht auf den Fersen. Muss ich mal kurz die Map abchecken. Okay. Ganz schön weit hin. Ja, dann hätte ich wohl doch lieber ein Boot von der anderen Seite nehmen können. Ach, ist auch egal jetzt. Dann muss ich jetzt hier mal zu meiner Rechten rumgehen. Ich glaube wohl kaum, dass ich hier irgendwo durchkomme. Höchstens hier. Ach, scheiß drauf, ich gehe hier direkt außen rum, bevor ich mir da irgendwie einen Fehler... ja. Ein Bein ins Weg stelle. Ins Weg, Alter. Hauptschule. Ins Weg. Ist aber auch schön idyllisch hier. Kann man die Zeit mal ein bisschen nutzen und in sich gehen. Einfach mal die See auf sich wirken lassen. Ja, schönes Lied gewesen. Ich wollte gerade ein bisschen das Ganze auf sich wirken lassen, wie gesagt. Und jetzt werde ich wieder direkt von irgendwelchen scheiß japanischen Kamikazen angegriffen, Mann. Fick dich, Delfin, und fick dich, Wal, und fick dich, Geralt. Das denken sie sich, ohne Scheiß. Ficke dich, Delfin. Ficke dich, Geralt. Oh.
Alter, 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 weg da, weg da, weg da. Boah, Mann, ey. Oh, Sturzflug. Pisst euch. Alter, diese scheiß Sirenen, Mann. Boah, piss dich bloß, ey, du Drecksvieh. Boah, das ist alles an Bord. Was ist da? Was? Ah, geh weg, piss dich. Oh. Oh, okay, komm. Ich halt mal an hier. Das wird nix. Ich schieß die Viecher einfach runter. Oh. Drecksviecher, Alter. Boah, Alter, echt. Oh, ihr Missgeburten. Scheiß Missgeburtenviecher, ey. Wo ist der nächste? Boah. Drecksviecher, Alter. Kann ich mich jetzt endlich verpissen? Der andere kommt wohl nicht, oder? Scheißegal, ich verpiss mich jetzt. Alter, das. Junge, 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 Junge. Wollen die hier mein Boot zerstören, ne? Boah, geil. Ist das die Nebelinsel da vorne? Mit dem spitzen Turm da? Fett, Mann. Des Weiteren habe ich mir sagen lassen, dass die... dass diese Quest hier schon bei ca. 80% vom Spielende ist. Das heißt, wir haben es bald durch. Was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil wenn ich mir so andere Let's Player anschaue, sind die so bei, weiß ich nicht, 160, 180 Parts. Und ich habe halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe halt nicht so viel gefilmt, nicht so viel Unsinn gefilmt. Ich habe das Wichtigste halt gefilmt, würde ich mal sagen, so. Und deshalb bin ich jetzt hier bei Part 57 und halt schon, wie gesagt, bald beim Ende. Naja. So, da wir jetzt hier so eine lange Segelreise machen, würde ich sagen, dass wir den Part auch ein bisschen verlängern. Ich bin jetzt schon bei fast 8 Minuten, glaube ich. Und ja, nur hier rumsegeln ist ja auch langweilig irgendwie. So, jetzt bin ich aber gleich da. Ist auf jeden Fall hier diese Insel. Ich bin auf jeden Fall richtig. Mal kurz nochmal gucken, welche Pferde ich genau reinfahren muss. Aha. Schaffe ich es hier vorbei? Ich schätze schon. Ja, ich fahre einfach hier vorbei. Und dann da irgendwo rechts rein, ne? Ja. Falls es der ein oder andere verpasst haben sollte, das Wasser ist nicht immer so still. Also bei Regen und Sturm schlagen hier auch ab und zu Wellen und so. Ist ganz cool. Habe ich zwar leider noch nicht oft erlebt. Ich bin auch jetzt nicht so oft auf See draußen hier. Vor allem hier jetzt auf dem Weg dahin hätte es eigentlich ganz gut gepasst, wenn wir auch noch in den Sturm reingeraten wären. Das wäre echt fett gekommen. Aber okay. So hatten wir halt unseren Spaß mit diversen Sirenen, Harpienviechern oder wie auch immer. Und ja. Oh, es fängt schon an. Es fängt schon an, neblig zu werden. Achtung, speichere jetzt dein Spiel und näherst dich einem zentralen Punkt der Spielgeschichte und du solltest den Spielstand jetzt manuell speichern. Ah, lol. Okay, komm, machen wir hier gleich mal einen dritten Platz. Nach der Reise zur Nebelinsel sind manche Nebenquests nicht mehr verfügbar. Empfohlene Charakterstufe 22 oder höher. Ich bin das. Ich bin 24, 25, sowas. Geil, Mann. Jetzt geht's ab, ey. Alter, dass wir gewarnt werden, oder? Krass. Jetzt geht's echt ab. Kam noch nicht vor bis jetzt.
Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Zum 150. Mal. Ich kann es nimmer hören. Geralt auch ganz misstrauisch am Schauen. Folge dem Glühwürmchen. Oh, oh, oh. Boah. Nein, 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 nein. Nein, bloß nicht. Boah, wie die schreien, ey. Glühwürmchen, ey. Führt mich da extra hin, oder was? Boah. Nein, 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 schnell weg hier. Piss dich bloß, du scheiß Sirene, Alter. Alter, wo bin ich hier, Mann? Piss dich, ey. Drecksviech. Gleich ist mein Boot kaputt. Ich bin eh da, oder? Ja. Okay, Gott sei Dank. Kann ich mal raus hier aus dem Scheiß. Oh, auch schönes Boot. Schönes Schadensmodell. Cool. So, weiter geht's. Alter, Hammer. Das sieht... Oh. Jetzt kommen erstmal die fetten Gegner an den Start. Ne? Hammergeil. Hammergeil. Erinnert mich gerade so ein Ticken an Bloodborne. Wahnsinn. Düsterer Wald und so. Ich stehe auf sowas. Nur so Laternen am Start und kaputte Bäume und Viecher, ey. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gott sei Dank leben wir in so einem Zeitalter, wo die Grafik... Das Würmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Ja, Gott sei Dank, dass wir in so einem Zeitalter leben, wo die Grafik einfach nur noch Killer ist, ey. Ich will gar nicht mehr zurückgestuft werden. Gebt euch mal Hammer einfach. Naja. Verschlossen. Seltsam. Ist da jemand? Verdammt. Ich will Gesundheit. Nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung aufliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Meine Geduld ist langsam zu Ende. Wie gut, dann wirst du nämlich endlich von hier verschwinden. Ein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt, richtig? Ja,
Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Öffnet die Tür oder ich werd's tun. Versuch's nur. Diese Angeln, das Schloss, sie werden standhalten. Natürlich kannst du gern mit einer Armeebaumeister, einem Rambock und einem marakamischen Schmied wiederkommen. Warum die Drohung? Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sollten uns gegenseitig helfen und nicht streiten. Ja, dann lass mich rein, du Pisser. Was wollt ihr? Finde unsere Kameraden. Ivo, Ferenc und Gaspar. Sie sind losgezogen, sind aber auf der Insel. Wahrscheinlich haben sie sich verirrt. Hilf ihnen, hilf mir. Wenn sie jemand finden kann, dann du. Dieser Ivo, wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte separieren, seetauglich machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Okay. Dann kommen wir doch noch nicht straight zum Kampf gegen die wilde Jagd. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Kollegen finden. Kein Problem, erledigen wir kurz. Oh, 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 what the fuck? Alter, was ist das hier? Wenn jetzt hier noch so die sich das GS so rot färben würde, so wie bei Krieg der Welten oder so, so Blut, Arterien oder so, keine Ahnung, das wäre so geil, oder? Hat Vorstellungen. Ist in seinem Film. Oh, Plätze kann ich nicht rufen. Okay, checken wir mal ab, welcher Punkt am nächsten ist, so dass ich nicht unnötig rumrenne. So, nehmen wir hier den hier. Passt schon. Alle gleich weit weg ungefähr. Bis auf den letzten. So. Hey, scheiß auf dich. Ich ignoriere dich. Und dich auch. Ich will die Quest hier durchziehen. Boah. Boah. Was ist das? Heute vor den IS. Kurze Beine, der war zu langsam. Boah. Der hat doch gerade noch übelst viel Energie, oder? Und jetzt plötzlich gar nichts mehr? Komisch. But I don't care. Ja und? Hat er nichts gedroppt oder was? Das ist doch nix. Sag mal, ist hier irgendwo noch ein Gegner am Start? Oder Geralt ist voll im Kampfmodus gerade? Hier ist doch noch irgendwo was. Komm schon, komm näher. Ach so. So ein Drecksnebel. Ja und, wo noch? Oh komm, zeig dich, du Pisser. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hier, hä? Hier, hä? Oder? Bleib mal stehen, vielleicht kommt er auf mich zu. Wohl kaum. Oh. Sag mal, also ohne Scheiß,
Was soll das? Ist es verpackt? Junge, das fuckt mich aber jetzt ab hier. Da! Nein! Ist es wieder weg? Jawohl! Cool, ich habe ihn erwischt. So, endlich. Jetzt haben wir hier schon den ersten Kolleg, der leider es nicht gepackt hat. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Schnell, mach ein Bild mit deinem Smartphone, damit sie dir glauben. Weiter geht's zum nächsten. So, auf jeden Fall komme ich hier von der Nebelinsel erstmal nicht weg, denke ich mir mal, bevor ich hier das alles erledigt habe. Aber ich könnte ja vielleicht eigentlich einfach raussegeln, aber so schnellreisepunktmäßig geht hier wohl nichts. Ist auch egal, mir gefällt es nämlich. Aha. Boah, was zur Hölle? Ah, so ein Dreckswasserwald. Schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ah! Hauptschule. Tot. Verdammt. So ein Bullshit. Okay. Man kann sich ja mal vertun, ne? So, dann zum letzten. Hoffentlich kommt wenigstens einer lebend zurück. Sonst komme ich ja nie in die Hütte rein und krieg keine Informationen über Ciri. Lass gleich mal Fischernetze mitgehen und angeln. Man weiß ja nie, ob ich gleich noch angeln möchte. Such beim Leuchtturm nach Gaspar. Böse Macht. Bist du im Arsch oder was? Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Und dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Laber nicht. Das heißt, der Kleine pennt mir jetzt ein, wenn dessen nicht hier kämpfen muss, oder was? Ja, dann aber schnell. Bevor er mir hier noch wegpennt. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh. Kopf ab, Schwanz ab, Haas. So sagen wir bei uns immer. Komm, was ist? Vollidiot, Alter. Gib mir auf den Sack. Oh. Ich kann
kann nichts machen. Laber nichts. Sag mal. Das ist ja schlimmer als ich. Was ist denn los, ey? Ach auf. Schon gut. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Steh auf. Ich wollte mir gerade eine reinziehen. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Echt? Ich hab doch hier eine Karte. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Oh, klasse. Meine Lieblingsfreunde, die Sirenen. Ey, wehe, der Pisser pennt mir jetzt wieder weg, ey. Voll der Roundhouse-Kick. Ah, Mann, du Dreckspisser. Ey, wenn ich wegen wieder runterfliege. Noch einer. Noch oder was? Nein, nicht bei meinem Kollegen, nicht bei meinem Kollegen. Nein. Scheiße. Alter. Komm mal. Auf geht's. Lass mal schnell weg hier. Schwester, ich schnall mir den gleich auf den Rücken. Und dann komm ein bisschen schneller voran hier. Was soll denn das? Geht ja gar nichts hier. Oh, wir sind Nein. Oh Gott, ist das lästig, ey. Laber nicht. Jetzt sind Viecher bei ihm, oder? Nein. Ach auf. Schon gut. Oh, nur noch. Komm jetzt, du Vollidiot, ey. Immer voll auf den Sack mit dir. Komm und jetzt. Was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Bei Mutter. Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Wach auf. Ja, ich bin wach. Gaspar, zurück, ich öffne die Tür. Gaspar, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Oh oh.
Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Das kann nicht Ciri sein. Das kann nicht Ciri sein. Oh oh. Das ist sie. Alter, das ist sie wirklich. Wie, die ist tot? Laber nicht. Die macht doch nur einen Winterschlaf, oder? Alter. Nee, oder? Geil. Gott segne die Glühwürmchen. Epischste Folge ever bis jetzt. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt. Und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was, Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden.
dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Was ist passiert? Das Letzte, an was ich mich erinnere, war, dass ich mich mit Avalach am Strand gestritten habe. Ich bringe dich an einen sicheren Ort, Kind. Das waren seine Worte. Danach nichts als Träume. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Boah, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Mor hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Ja, das hat er nicht zum ersten Mal gesagt. Verdammt. Alter, nein, oder? Die Pisser haben sich verpisst mit meinem Boot. Was geht? Das Spiel fuckt gerade voll ab. Ich habe gerade eingefrorene Bilder. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh Gott. Oh Gott. Ich merk's, die Luft wird kälter. Die wilde Jagd. Leute, es geht los. Es geht los, Leute. Oh Gott. Oh fuck. Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Wo sind eigentlich die Kollegen? Ach, die sollten sich ja in Kaer Mor hin versammeln. Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt wurden wir aber gerade ein bisschen anders, ey. Hammer-Atmosphäre, Hammer-Feeling. Ich habe mich gerade auf die übelste Schlacht eingestellt. Naja.
Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung. Was? Kleine Schwester. What the fuck? Was machen Sie hier? Oh, 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 oh. Was macht denn die Triss hier, Alter? Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Verdammt. Wie schön, dich wiederzusehen. Schön, dich zu sehen, Triss. Bedank dich bei Yennefer. Sie hat mich eingeladen. Wir besprechen das später. Oh, wir sollten uns beraten. Drinnen. Oh. Ach Gott. Hammer, da freue ich mich schon wieder mega auf den nächsten Part. Du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Meine zwei Sluts. Wahrscheinlich am Fighten. Um mich. Nee, Spaß. Leute, ich beende den Part jetzt hier. Einiges erlebt. Ich glaube, das war jetzt hier der coolste und beste Part ever. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid im nächsten Teil. Bis dahin, haut rein. Peace.